Jetzt bin ich schon mal hier. Yuppie! Hilft mir das dann? Das ist ja total unsinnig, hier lang zu laufen. Okay, dann versuchen wir da einfach mal da vorne wieder raufzukommen. Hauptsache, wir kommen auf diese verdammte, vermittelte Brücke rauf. Ist mir egal, wie viele Wachen hinter mir her sind. Ja, das ist gut. Okay, das sollte jetzt eigentlich klappen. Nein, ich bin total unauffällig. Hier, ich schließe mich euch an. Problem ist nur, dass ich da hoch muss. Lasst mich in Frieden, bitte. Ignoriert mich einfach. Tja. Einfach mal die Zeugen ausschalten und hier reinlaufen. Gut, wir sind schon mal in der Burg. Das ist schon mal hilfreich. Hilfreich ist nur nicht, dass ich noch nicht gar nicht so genau weiß, wo. Ja, jetzt haben wir das wieder. Wo hier genau das sein soll. Da gucken wir einmal kurz. Von hier aus sieht der Bursche aber das nicht. Hopp, hopp, hopp. Wir müssen auf jeden Fall da irgendwie rüber. Kommt er hier hoch? Nein. Wir müssen doch hier irgendwo hochkommen. Kannst mir noch nicht erzählen, dass es hier nirgendwo was gibt. Ah, jetzt sehe ich es da vorne. Da vorne müsste es eigentlich hochgehen. Ja, ich weiß. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht, aber... So. Jetzt müssen wir das mal langsam haben hier. Gut. Mal hier lang. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie hochkommen. Ich kann es ja nicht ändern. Nein, du solltest genau. Und da kannst du nämlich höher springen. Okay. Lauf mal hier rein. Perfekt. Lauf mal hier lang. Ehrlich gesagt, ich höre es gerade glitz. Ah, da ist sie. Okay, wir haben sie gefunden. Und rein da. Wir haben sie gefunden. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die nächste. So, das ist wieder dieser komische schräge Raum. Wir laufen auf diesen Block zu. Lassen ihn verschwinden. Daraus kommen die anderen Blöcke. Das kennen wir ja schon. Jetzt bin ich aber gespannt. Glyphe Nummer 4 müsste es sein. Nee, Glyphe Nummer 3. Ups. So weit sind wir noch gar nicht. Also Glyphe Nummer 3. Laden. Fehlt. Ganz viele Striche und Punkte. Das ist bestimmt Morse-System oder so. Weiter. Laden. Zugriff verweigert. Washington ruht über dem Grün. 1944. Mit kühlem Kopf. Unter der rechten 1 weht das Banner der 48. Dahinter gibt es eine Firma, deren Macht wächst. Ja, das ist mal wieder ein... Ja, das ist natürlich mal wieder ein Rätsel. Hier sehen wir ein paar Bilder.
Hier können wir zum Beispiel ein bisschen zoomen. ...1910 steht hier. Das ist ein Zimmer. Was ist das hier? Ich merke, dass ich mich mehr und mehr auf eine Lösung für das Problem durch die unsichtbare Hand verlasse, die ich vor 20 Jahren für immer aus dem ökonomischen Gedankengut treiben wollte. John Maynard Keynes. Oh mein Gott! Keynes! Lassen wir es mal lieber. Harry Dexter White, merkt euch diesen Namen. John Maynard Keynes, das war einer, ich glaube, ich habe mein Abi in Wirtschaft gemacht und das war einer von den Keynes und die, da gibt es ja die Keynesianer und wie heißen die anderen nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Man vergisst es halt so leicht, obwohl man das alles mal gelernt hat. So, das ist hier, da müsste was von... Wie kann ich ein Credo annehmen, das als ob es den Schlamm dem Fisch vorzieht, das ungebildete Proletariat über das Bürgertum und die Intelligenz erhebt, die trotz aller Fehler die wahre Qualität des Lebens und der Ursprung aller menschlichen Fortschritt sind? Das ist so Richtung Karl Marx? Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich, Credo, das ist... Und das kommt natürlich hier in der Ecke... Das ist ja ganz interessant, was hier so teilweise steht. Das ist natürlich, das stimmt, Proletariat, das ist natürlich ganz interessant, weil das hier auf jeden Fall nach den Zeichen hier Russland sein müsste und Russland hat ja ihr eigenes Wirtschaftssystem versucht. Naja, ob so schlecht war, aber so gut. Da steht 1912. Hier haben wir eine. Guck mal, da stehen Buchstaben, die natürlich keinen Sinn ergeben. Aber das ist halt normal. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier noch irgendwas drauf wäre. Aber hier ist nichts drauf. So, gucken wir uns noch dieses Bildchen an. Super. Stopp. Durch den Druck von unten, den Druck der Masse, mag die Bourgeoisie... Oh, wieder so ein Wort. Die Bourgeoisie. Manchmal gewisse Formen zugestehen, während sie selbst die Basis der existierenden sozialökonomischen Systems bleibt. Schlimm ist das. Das Spiel verlangt einem ganz schön viel Wissen ab. Problem ist immer, ich wusste das alles mal, aber ihr kennt das ja sicherlich. Man lernt für irgendein Abitur und man musste das alles mal wissen. Und bei mir ist es meistens so, die lernst dann und ist es drin und irgendwann sagt einfach mein Kopf unwichtig und schmeißt es hinten raus. Schrecklich. So, aber hier haben wir auch nicht unser Hinweis gefunden. Unser Hinweis wird sich also in diesem Bild hier verstecken. Und ich weiß natürlich, dass es sich hier drin versteckt. Ich habe mich nicht... Stopp, was war das? Es würde alles im Geheimen geschehen. Die Assassinen würden es nicht merken, bis es zu spät ist. Ja, danke. Oh, oh. Es würde alles im Geheimen verstehen, das ist dasselbe. Okay, und die Firma, die verbirgt sich natürlich da. Das Zeichen kennen wir doch. Oh Gott, das ist das Rätsel, was ich noch nie in meinem Leben verstanden habe. So, guck ich jetzt nach, wie man es löst. Ja, das ist so ein ganz deprimierendes Rätsel, was ich noch nicht so wirklich verstanden habe. Hier steht halt 9 und der Schlüssel wäre das. Dann müsste man das hier ja so drehen, dass das Zero-Ding auf der 9 zeigt. Dann wäre die 4 noch ein Zero. Das passt nicht. Also müsste das zweite Zero auf der 9 sein. Dann wäre die 4 wieder ein Zero. Das verstehe ich nicht. Aber die 2 wäre... Genau, die 2 wäre jetzt dieses komische Zeichen. Okay, dann musste man hier die 4 auf dieses Zeichen drehen. Glaube ich zumindest. Und die 7... würde dann das Zeichen kriegen. Oh, das ist so, diese Zeichenrätsel habe ich noch nie wirklich verstanden, aber ich versuche ja mal gerade mein Glück. So, wenn man die 5 das Zeichen gibt, hat die 9 das verstehe ich.
Entweder das Zeichen oder das Jo-Zeichen. Das da. Obwohl, warte mal. Das ist andersrum, ne? Oh Mann, das ist kompliziert. Ich gucke mal nebenbei auf die Lösung. Ich will es aber mal gucken. Ob... Also, wenn die 0... Wo ist denn die 0 da? Ah, Mist. Ah, jetzt sehe ich erst den feinen Unterschied. Die Punkte sind auf zwei verschiedenen Seiten. Deshalb sind die Striche auch anders. Die 0 hat also den Punkt in die Richtung. Dann hat die 8... Nein. 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 Das hier, ne? Oh, es hat geklappt. Ich hasse diese Code-Reden. Zugriff. Ja, 22. Juli 1944. Freunde, Machthaber, willkommen. Während ich hier vor euch spreche, beginnt mehrere Stockwerke unter mir uns eine stille Revolution. Randy Olds und Henry Ford, wie viele von euch wissen, gaben uns die Gründer des Fließband, das Gerät, welches wir benutzen, um sowohl die Indoktrinierten, die unseren Reichtum anbeten, Fragezeichen, Kapitalisten und Fragezeichen Sklaven, Arbeiter zu kontrollieren. Aber ich träume von einer Zukunft, in der solche hässlichen Dinge nicht mehr nötig sein werden. 1910 entwarfen unsere Gründer den Plan. Nun ist es an uns, ihn zu verwirklichen. Doch was ist mit den Kommunisten, die das Brot so knapp machen wollen, dass alle hungern müssen? Es ist unsere Pflicht, sie und ihr Gefolge zu neutralisieren, retten? Wir müssen sicherstellen, dass sie essen, sich fortpflanzen, produktive Mitglieder der Gesellschaft bleiben. Es ist unsere Aufgabe und Last, die unter uns durch das Leben zu leiten, und wir müssen es annehmen. Auch wenn das den Einsatz von Gewalt bedeutet? Nee, sagen wir mal lieber, sie selbst es nicht tun. H&S haben für das nötige Chaos und die nötige Angst gesorgt. Nun müssen wir umgehend handeln, damit die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Es wird so scheinen, als würden wir den Arbeitern Raum geben, wie bei der erfolgreichsten List von Rockefeller und seinen Dimes. Dimes? Dimes, ne? Naja. Aber schon bald wird es kein Land mehr geben, das nicht uns gehört. 1937 gründeten wir dann dieses Unternehmen, diese Organisation. Zu einem Zweck? Nun, es ist an uns, diesen Zweck zu erfüllen. Laden. Ach, ein schönes Schachbrett wieder. So. Als Konzession wird ein kleines Opfer für das Allgemeinwohl in Kauf genommen. Laden. Das war jetzt einfach. Quarantäne. Oh. Quarantäne aufgehoben. Müssen wir die zwei Punkte finden? Quarantäne aufgehoben. Und wir haben wieder ein Fetzen. Mal gucken. Ja, wir haben wieder ein undeutbares Fetzen gefunden. Ja, einzeln ergeben die keinen Sinn, aber zusammen werden sie nachher einen Sinn ergeben. Wir haben auf jeden Fall das Puzzle 3 gekriegt. Ich würde jetzt kurz nachgucken, wo das Puzzle 4 liegen. Also wo wir die nächste Glyphe finden. Und wir sind ja richtig fortschrittlich heute. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Ciao.